Bäm, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Sunshine. Diesmal wieder ohne Hashtag Anmoderation, aber ihr könnt natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und letztes Mal waren wir auf Lido Sirena, haben alle Kapitel abgeschlossen. Und oh mein Gott, die Glocke da, die ist total verschmutzt. Krass. Schön, dass ich euch das jetzt mitgeteilt habe. Wir werden jetzt aber noch die letzten Insignien holen in Lido Sirena. Und zwar einerseits die 100 Münzen Mission und andererseits die beiden Jump'n'Run Level. Fangen wir doch an mit dem Geheimnis der Hotellobby. Naja, fangen wir doch mal damit an. So. Und ich hole jetzt, glaube ich, das letzte Mal noch dieses Leben. Das drittletzte Mal hole ich mir das Leben. So. Bam. Ey. Ey, jetzt mobbt das mich schon wieder. Seht ihr das? Ich mach das nicht extra. Das Ding ist einfach... Das mobbt. Ey, was? Bin ich gerade durch ihn durchgeflutscht? Okay. Ja, komm, halt den Rand. Das Hotel gehört mir doch eh schon. Ich habe das schon lange übernommen. Dann gehen wir hier rein und wunderbar ist... ja. Wo ist denn der rote Knopf? Scheinbar nicht hier. Soll mir recht sein. Dann haben wir nur ein kleineres Level vor uns. Holy moly! Da muss ich niesen. Aber wie ein Weltmeister muss ich da niesen, ey. Holy shit. Habe ich bestimmt rausgeschnitten. So, dann machen wir hier den Gegnerjump. Ach, wir können ja eigentlich auch hier, ne, unsere Düse benutzen. Sag mal, wo ist denn der rote Dingens? Der rote Nippel? Also, ich will mich nicht beschweren, weil das Level wird ja immer nur kürzer. Von daher soll mir recht sein, aber da ist er ja. So. Ach, hier. Okay. Na gut. Ich habe ja gesagt, da unten wird wahrscheinlich eine rote Münze kommen. In dieser Sackgasse. Werden wir jetzt sehen. Hey, nicht die Kamera bewegen, bitte. Danke. So. Verflucht, rote Münzen in die Zeit, aber glaube ich nicht. Viel Glück. Habe ich noch nie gehört, den Spruch. Hui. So, und ist da eine? Ich sehe... Da unten ist keine. Was zur Hölle? Da unten ist einfach keine rote Münze. Rechts sehe ich auch noch keine. Ja, perfekt. Also, ich habe jetzt da rechts wirklich gar keine einzige Münze gesehen. Na gut, jetzt muss ich hier noch gucken, ob hier irgendwo eine Münze ist. Ich sehe zumindest keine. Hier ist eine. Wir haben vier. Okay, da ist der Rest da drüben. Okay, aua. Habe ich Fallschaden gekriegt. Aber ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wie gesagt, ich habe zumindest nichts gesehen. Und daher hoffen wir, dass wir hier vier Münzen finden. Drei sehe ich auf jeden Fall schon mal. Wunderbar. Eine. Ich glaube, das sind nur drei. Ja, es sind nur drei. Wir haben eine übersehen. Aber wo? Ist die Frage. Wo? Hast du eine rote Münze bei dir? Droppst du die? Nee, schade. Das wäre witzig gewesen. Okay, ich wage nochmal einen Blick zurück, damit ich die eventuell noch erblicken kann in diesem Run. Aber ich sehe immer noch nichts. Okay, dann fall halt runter. Ich sehe hier echt nichts mehr. Oh, bin ich runtergefallen? Oh, wie habe ich das denn angestellt? Ja, aber wo war die? Also da unten in dieser Sackgasse, bei dem Sandparcours, da war ja echt nichts. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass die dort versteckt sein wird, weil da kommt man ja nicht mehr zurück, wenn man diese ganzen Sandblöcke da kaputt macht. Oder ist vielleicht hinter uns etwas? Da habe ich natürlich nicht geguckt, ob hier noch etwas ist. Das wäre echt fies. Aber ich glaube nicht, dass die das machen. Das haben die schon mal nicht gemacht. Von daher glaube ich daran, dass sie es wieder nicht machen. Ich glaube, es ist irgendwo da vorne, wo diese komischen, unsichtbaren, diese weißen Blöcke sind da. Diese komische Wobbeln. Aber ich wage einen Blick zurück. Weil die Zeit hat ja so gesehen ganz okay gereicht. Von daher. So. Ich sehe. Nee, da ist keine rote Münze rechts. Habe ich jetzt nochmal geguckt? Ich habe keine gesehen.
kann sich daher nicht großartig verstecken. So, die wird hier jetzt irgendwo sein. Das glaube ich. Ich mache jetzt hier mal Stampfattacke. Ich gehe mal da nach unten. Das ist auf jeden Fall Leben, ne? Das ist auch schön. Da sehe ich doch was, oder? Da ist sie. Okay. So. Ja. Wunderbar, da ist sie. Okay, jetzt muss ich hier noch irgendwie hochkommen. Schaffe ich doch nicht. Scheiße. Moment. Ah, ich hab's geschafft. Nice. Okay, jetzt schnell darüber. Los! Du komisches Melonenteil. Was auch immer. Was auch immer du darstellen sollst. Ja, das schaffen wir. So. Wunderbar. Noch eine. So. Und so fallen wir auch nicht runter. Nice. Perfekt. Aber war wieder kein First Try, ne? Das ist... Das beschäftigt mich. Wie ich keinen First Try hinkriege. Aber das war auch fies. Die habe ich nicht gesehen. Dort unten. Das war mega fies. Aber naja. Immerhin ganz okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf ins nächste Jump'n'Run Level. Ich muss immer noch herausfinden, wo ich am besten 100 Münzen Mission mache. Habe ich keine Ahnung. Naja. Geh mal rein, würde ich sagen. So, Lido Sirena. Rote Münzen im Hotel. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte das Geheimnis haben, genau. Und ich würde sagen, da schneide ich auch mal kurz bis dahin, weil das war ja das... Der Part mit dem Casino und so, das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal sehen, ne? Nee, von daher, bis gleich. Boah, hat das lange gedauert, ey. Holy shit. Ich glaube, ich habe noch nie einen längeren Weg zu einem Jump'n'Run-Level. Meine Güte, aber wir sind da. Das, was wir First Try geschafft haben. Von daher, sollen wir mal die 8 roten Münzen. So, hier ist eine direkt. Ja, danke schön. So. Wunderbar, haben wir die auch. Komm schon, das schaffen wir als First Try, oder? Komm schon. Na, fuck. Scheiße. Ah, jetzt komme ich da ran, oder? Nice. Okay, ich glaube, ich habe hier keine mehr gesehen, von daher gehen wir mal darüber. Wunderbar, haben wir die? Nein! Ich habe die Düse losgelassen. Ich habe die Düse losgelassen, das hätte ein First Try werden können. Das war nicht so schwierig, glaube ich. Mann. Ja gut. Probieren wir es nochmal. So, ja, die haben wir ganz easy peasy bekommen. Dann du bitte. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Alter, wie ich schon 2 Leben verschwendet habe. Ja, ich sehe alle Münzen. Da sind noch 4 übrig. Oh. Ja, das schaffe ich nicht so. Muss ich warten. Genau. Wunderbar. Ja, noch 2. Ach komm. Oh. Nur noch 15 Sekunden. Scheiße. Nein. Ja, ja, ja. Nein, wie soll ich da hochkommen? Das ist doch viel zu hoch. Mama mia. Ja, Mama mia, das kannst du laut sagen. Hä, hey, aber Moment. Das war doch viel zu hoch. Ich bin ja selbst mit einem Seitensprung nicht dahin gekommen. Holy shit. Okay, den habe ich. Können wir schon weitergehen. Den haben wir auch. Okay, jetzt haben wir richtig Speedy-Modus an hier. Den kriege ich nicht. Wunderbar. Na, komm schon. Na komm, das war gut. Okay, jetzt muss ich wieder warten. Scheiße. Jetzt vergeude ich Zeit. Diese eine Münze. Na, komm. Sehr gut. Weiter. Dann noch die letzte hier. Wie zur Hölle kriege ich die? Ja, 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 ja! Aber jetzt fahre ich doch garantiert runter, ey. Ich sehe es doch.
Nein, ich fall nicht runter. Okay, ich muss nur noch den Würfel überleben. Den Todeswürfel. Ja? Ach, scheiß drauf. Wenn wir schon die Düse haben, dann nutze ich die auch. Bam. Gut. War nicht schlimm. Haben wir hingekriegt. Keine Saltshine-Folge, so wie es aussieht. Wunderbar. Das ist doch auch schön. Für mich zumindest. Gut. Haben wir das hingekriegt. Dann fehlen jetzt noch die 100 Münzen. Da muss ich... Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich die 100 Münzen mache. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar in meinem All-Favorite-Lieblingslevel. Ich gucke mal hier nochmal kurz durch. Rote Münzen im Hotel. Ja, ist halt ein Standard-Level. Ich glaube, da ist nichts besonders. Mario Morgana, da ist auch nichts besonders. Außer, dass alle Türen auf sind. Ja, aber... Ich komme ja so oder so eigentlich überall rein. Da müssen die Türen nicht unbedingt auf sein. Säubere Lido Sirena, da kommen wir ja gar nicht ins Hotel rein. Von daher, Buhu-Keller. Da können wir ins Casino theoretisch, aber da gibt's auch nicht so viel. Hier, das Geheimnis. Weil da sind nämlich noch die Geister am Rumgeistern. Die geben ja auch Münzen. Ich meinte das hier, Hotel Delfinus Mysterium. Hier, das Casino ist eigentlich, na, da gibt's auch nicht wirklich viel mehr Münzen. Hotel Lobby ist auch nicht so geil, magischer Mann das auch nicht. Nee, also, ja. In meinem Lieblingskapitel, denke ich, werden wir die meisten Münzen abstauben können. Und zuerst müssen wir hier in Lido Sirena natürlich, alle Münzen, die es gibt, abklappern. Hier ist keine. Finde ich frech. Hier ist eine. Eine Münze haben wir schon mal. Ist das nicht geil? Natürlich ist das geil. So, ich hab keine Ahnung. Oh, guck mal, da stehen ganz viele Leute rum. Was ist denn hier für eine Party? Mensch. Hey, renn nicht weg von mir. Ja, dann renn halt weg. Ihr seid hier fett am Dancen? Hier bemerkt niemand, dass wir tanzen. Tut, tut. Ja, soll das niemand bemerken? Lächle, wenn dir nach Weinen ist. Dumm, die dumm. Lächle, wenn dir nach Schreien ist. Dumm, die dumm. Blablabdi. Sind Sie mit Zuhören fertig? Sind wir mit Tanzen fertig? Tut, tut. Krieg ich auch von euch irgendwas? So, nur die Musik ist zu viel. Okay. Gewährt die Tut-Tut-Schwestern nur für uns haben? Tut-Tut. Die Tut-Tut-Schwestern, okay. Und der geile Herr in der Mitte. Der Sonnenuntergang ließ mich die Zwänge über Bord werfen. Okay, Alter. Von mir aus. So, hier gibt nichts Kohle, ne? Aber das Feuer kann ich abballern. Das Kohle, jawoll. Ach, hier sind keine Münzen mehr, schade. Was habt ihr so zu sagen? Bin am Verdursten. Ja, gut. Kann ich mithelfen? Der Kerl vor mir hat den letzten bekommen. Ich bin so unglücklich. Alles klar. So, dann... Ja, hier gibt es echt nicht viel da draußen, ne? Dann machen wir hier noch die Feuerchen. Ach, da war die blaue Münze drin. Hier mal gelbe Münzen. So, zack, zack. Hier noch. War hier auch eine blaue Münze drin? Ja, warum kommt hier nichts? Ja, scheinbar. So. Haben wir hier noch was? Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Hat so ausgesehen, als ob da was in der Wand wäre. So, kann ich hier noch was machen? Nee, ne? Oh, blaue Münze. Wusste ich gar nicht. Also wusste ich echt nicht. Mal kurz voll pumpen. Das sind nur Wasserfässer, da ist nichts Besonderes. Ist da drüben auch noch so ein Blumenbeet? Nö. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, auch noch Feuer. Da vorne beim Hotel. Ja, wir müssen alle Münzen mitnehmen, die wir hier kriegen. So. Weil hier gibt es keinen unendlichen Münzvorrat. Wie bei anderen Leveln. Wie beim Minecraft Melon Farmer zum Beispiel. Kann man eigentlich aufs Hotel drauf? Habe ich das schon mal ausprobiert jemals in meinem Live? Oh, na gut. Bin ich mir gefallen. Na gut. Wir werden es nie erfahren. Dann war das ja alles, oder? Ich glaube schon. Neue Münzen, wow, das ist ja echt eine Ausbeute, du. Also,
das Mieseste wäre, wenn wir jetzt die 100 Münzen nicht voll kriegen. Weil dann war alles umsonst. Ja, ich freue mich schon. Ja, hier sind ein paar Münzen. So, und hier auch noch. Das ist doch schon mal ein guter Start. Da haben wir schon 17. So. Da ist auch eine Münze ausgeploppt. Nehme ich. Dankeschön. Was ist mit dir? Du gibst mir nichts? Was für ein Geizhals. Sicher, dass du mir... Doch, klar gibst du mir was. Muss ich mir, keine Ahnung, mega korrekt zielen. Ja, komm. Dankeschön. Und du noch. So, bevor sie verschwinden. Bam. Und hier noch eine. Dann müssen wir den Yoshi müssen wir auch noch füttern. Weil mit dem können wir die fetten Geister kaputt machen. Die geben ja, glaube ich, auch Münzen. Deswegen habe ich dieses Level ausgewählt, wegen den Geistern noch, weil die zusätzlich noch Dinger geben. Dankeschön. Ja, Rick ist doch in Münzen. Die holen natürlich auch. Ins Casino können wir leider nicht. Aber so viel gibt es da ja eh nicht. Gibt es auf dem Klo Münzen? Nee. Gibt es auf dem Frauenklo Münzen? Nee. Kann ich die Pflanze abspritzen? Ja! Guck mal, fett Money gemacht, weil ich die Pflanze gewässert habe. Kann ich hier noch was abspritzen? Kann ich dich abspritzen? Gibst du mir Geld dafür? Findest du nicht geil? Okay. Hab verstanden. Und dann gehen wir nach oben. So, hier haben wir auch Münzen. Bam, bam, bam. Gönnen wir uns. Sonst ist hier nichts. Kann ich die Pflanze noch abballern? Nö. Die Lampe abballern? Nö. Dann am obersten Stockwerk. Haben wir keine Münzen? Doch, da vorne haben wir doch Münzen, oder? Ja. Boah, hier sind echt nicht so viele Münzen, wie ich gedacht habe. Es könnte echt ein Wasted Level sein. Holy shit. Es könnte echt verdammt knapp werden. Moment, hier konnte ich doch ein paar Sachen abspritzen, das weiß ich. Oder? Ja, guck mal. Ich schütte noch den Korb hier ab. Nee, der kriegt uns jetzt mehr die Lampe. Auch nicht. Okay. Das Bett? Auch nicht. Warum auch immer, aber einfach mal alles abspritzen. Wird schon irgendwie Sinn machen, dass ich da eine Münze rausbekomme. Okay, hier gibt's nichts. Da innen ist auch keine Münze. Dann... Ja, gehen wir mal da runter. So, genau. Jetzt mal das Bild ab. Babys. Genau, dankeschön. Möchte ich dich gerne töten? So, haben wir dich auch noch. Einmal hier rumspritzen. Oh, war ein guter Try. Ja, nice. So, dann hier haben wir nichts mehr, ne? Hier haben wir noch oben, ne? Wunderbar. Dann sind wir hier. Haben wir hier Münzen? Ne, haben wir keine. Aber hier haben wir wieder ganz viele Münzen. Oh ja. Wir die ganzen Münzen, Alter. Wir haben aber noch nicht mal die Hälfte, ey. Jetzt haben wir gerade mal so die Hälfte. Wir werden niemals die 100 Münzen hier bekommen. Oh Gott. Wie machen wir das? Kann ich hier noch unten zu den Ananas gehen? Das sind nochmal ganz schöne Münzen. Ja, okay. Nicht schlecht. Da ist die Ananas, da ist der Geist. Oh, eine Masse bekommen. Nice. Ich hätte jetzt lieber Münzen als Ananas. Würde ich zugeben, ja, da ist eine. Nehmen Sie. Ja. Freue mich über jede einzelne Münze. Und da ist auch noch eine Münze, oder? Ja. Okay. Da drüben sind auch noch Münzen. Okay, dann gönnen wir uns jetzt hier die Ananas, würde ich sagen. So. Dann gehen wir einfach mal nach oben in die Lüftungsschächte und machen die ganzen Geister dort platt. Dann gehen wir rauf. Hey, da oben gibt es auch noch mega viele Münzen bei den... Da, wo man runterstampfen kann. Es ist wahrscheinlich doch noch nicht verloren, Leute. Hier, guck mal, bei den Abteilungen gibt es ganz viele Münzen. Ja, und hier die ganzen Buhus, genau. Deswegen bin ich ja auch in diesen Level gekommen. Weil die ganzen Buhus noch sind.
da war doch noch einer. Leise. Bam. So, haben wir hier hinten. Es könnte was werden, Leute. Hier gibt es noch ganz viele Münzen. Ja. Oh ja. Genau. Mach wieder, ja. So. Ich meinte, hier gab es sogar noch irgendwo ein rotes M. Meinte ich. War das nicht in dem Hauptraum sogar? Dort? Also da vorne drin? Oder habe ich das schon geholt? Ich weiß es gar nicht. So, dann du bitte. Noch, das ist in der Wand drin. Scheiße. Nein. Ach nee, der ist da drüben. Ja, den kriege ich nicht, oder? Nee, den kriege ich nicht mehr. Schade. Okay, dich hole ich mir noch. Dich noch. So, dann haben wir hier, glaube ich, alle Geister. Also da vorne, da noch. Okay. Aber holen wir uns erstmal die Münzen da unten. So, oh, ich habe nicht mehr viel Saft. Muss ich beeilen. So. Fressen wir noch die Geister. Weil ohne Saft stirbt der Yoshi. Bin ich auf den Yoshi geworfen worden, Alter. So, zum Glück stirbt der Yoshi nicht bei Berührung. So, hier, war hier nicht noch ein M oder so? Oder habe ich das schon eingesammelt? Ich weiß nicht. Wir brauchen auf jeden Fall nur noch 8 Münzen. Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Aber hier war noch ein Geist, meinte ich. Noch so ein unsichtbarer. Scheinbar nicht. Okay. Dann würde ich jetzt gerne... War das hier? Oh, Yoshi hält nicht mehr durch. Ja, das war hier. Glaube ich. Nein, Yoshi. Oh, nee, das war noch nicht hier. Na gut. Ah doch, ich hätte einfach nur hier runter gemusst. Nein. Denn da ist der Geist, den ich fressen wollte. Okay. Dann machen wir den noch. Oh, es könnte doch knapp werden. Vielleicht. Aber ich weiß, wo ich hin muss. So, und dann hier runter. Bam. Ich werde Ananas essen. So, dann haben wir den hier. Und dann haben wir hier 3 weitere Münzen. Immerhin 3 Münzen. Kann ich hier was abspritzen, weil ich steige auf den Yoshi ab. Gibt alles keine Münzen, ne? Scheiße. Wir brauchen noch 4 Münzen. 4 fucking Münzen. Das sind nur 4 Münzen. Das muss doch irgendwie gehen. So, ich muss Yoshi leider hier verlassen. Wo kriege ich jetzt noch 4 Münzen her? Oh nein. Boah, wehe, ich habe die draußen in Lido Sirena vergessen. Kann ich hier noch was abspritzen? Hier die Rezeption. Hier, gib mir Münzen. Gib mir mein Money back. Nein. Scheiße. Kann ich dort die Tische noch irgendwie abspritzen? Habe ich, glaube ich, auch schon probiert, ne? Ja. Okay, ich glaube, ich war noch nicht auf dem Klo. Die habe ich ja schon abgespritzt. Ich gehe mal hier hoch. Was sind wir hier? Ja, das sind noch 2 Münzen. Okay, ich brauche noch 2 Münzen. Das Thema hatten wir schon mal. 2 Münzen. Lass mich nicht hängen. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Warum komme ich da nicht hoch? Okay. Dann gehe ich nochmal ins Männerklo. Da bin ich auch noch nicht raufgesprungen, aber ich glaube, da waren wir trotzdem schon. In dem Raum. Ja, das ist der Buhu-Raum. Scheiße. Okay, anderer Plan. Wir gehen nochmal ganz nach oben. In die Lüftungsschächte. Und stampfen uns noch den Weg durch ein paar andere Löcher. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir waren schon in allen Zimmern. Das ist nicht gut. So, hier. Da möchte ich noch runter. Sind wir hier? Da waren wir noch gar nicht. Guck mal, die hat eine Ananas. Da war ich ja noch gar nie, Mensch. Das ist noch eine blaue Münze. Die zählt leider nicht. Das ist einfach eine Ananas. Hier kann man, glaube ich, nach unten. Glaube ich. Und das ist da, wo wir nicht hochkamen. Ja. Das ist da, wo wir durchs Frauenklo hochkommen. Okay, aber leider keine Münzen. Scheiße. Da drüben ist auch nichts, ne? Puh. Puh. Ich brauche 2 Münzen. Verdammt Scheiße.
Warte mal. Okay, aber ich glaube, wenn man das hier abspritzt, kommt man eine blaue Münze. Was natürlich auch uns nichts bringt, aber... Ja. Aber, naja. Nehmen wir trotzdem. Was ich machen könnte, ist hier so ein bisschen... Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Kann ich in die Räume reinspionieren? Doch, doch, kann ich. Hier irgendwo... Na gut, das ist eh offen. Ach, scheiße, ey. Ich muss das Bad hier, die Toilette abspritzen. Kann ich irgendwo wem zwei Münzen aus der Tasche ziehen, bitte? So, hier waren wir noch nicht. Bitte. Okay, jetzt sind wir hier. Scheiße. Ich hab's verkackt. Oder? Habe ich verkackt? Ich hab verkackt. Ja, hier ist Game Over. Da hätte ich nicht runter dürfen. Weil der lässt mich nicht mehr raus, oder? Ja, ich bin schon drin, du Opfer. Ah, doch, ich komme raus. Nice. Puh. Puh. Warte, hier gab's, glaube ich, gab's nicht hier noch? Ach, jetzt bin ich hier. Schade. Och, komm, Leute. Oh, nee, Leute, wisst ihr was? Der eine Buhu. Den wir in der Mauer getötet haben. Und nicht bekommen haben. Kannst du mich nicht sagen, dass wir wegen diesem einen Buhu, den wir nicht gekriegt haben, das jetzt hier verlieren? Komm schon! Eine fucking Münze muss doch hier irgendwo sein! Ich gehe nochmal da hoch. Ja, wir waren schon überall. Ja. Also hier in der Mitte, aber da kommen wir halt einfach nur in den Hauptraum wieder. Das bringt uns leider nichts. Scheiße, wir müssen irgendwas abspritzen, wo wir eine Münze dafür bekommen. Ich mache jetzt einfach hier den hier. Ach guck, jetzt geht er runter, Mario. Schön. Von da habe ich die Münze bekommen, oder? Von der Lampe. Warum ist sonst nirgendwo von irgendeiner Lampe? Verstehe ich nicht. Hier ist nix. Der Tisch, der sieht so aus, als ob der eine Münze hat. Der Tisch hat auch eine Münze. Gar nicht, aber die Lampe. Guck mal, hier, die Lampe, die hat auch eine. Safe hat die Lampe eine. Gib mir die Münze. Gib mir die fucking Münze. Du hast doch bestimmt eine. Komm schon. Ja. Ja. Oh mein Gott. Die Lampe hatte echt eine Münze. Sie hatte eine Münze. Ich bin so glücklich. Ja, ich hab's geschafft. Ach, guck mal, 100 und 100. Krasse Statistik. Oh Gott. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie es mit der Zeit steht, weil ich hier wahrscheinlich viel geschnitten habe. Oh Gott. Können sie ja so machen. Ich mache hier noch was Kleines, mache ich noch. Und zwar holen wir dafür uns kurz die Raketendüse. Wir haben ja am Anfang der Folge hier diese verschmutzte Glocke angesprochen. Da werden wir mal hochgehen. Genau diese hier. Super. So, die werden wir jetzt einfach mal säubern. Aber drauf spritzen. Da wird die ganz schön blitzeblank. Ja, komm. Du schaffst es. Ja, dann kriegen wir eine Insignie. Ja. So. Müssen wir da hoch? Oh, nee, bitte nicht so. So. Zack. Wunderbar. Nein. Nein. Mario, du Vollidiot. Na komm jetzt, geh da hoch.
ja, bitte hier hoch. Dankeschön. Und dann, yo. Nice. Dann haben wir hier auch noch eine Insignie gekriegt. Bravissimo. Ja. Fortfahren. Da können wir, glaube ich, auch nochmal dasselbe machen. Mit dem anderen Turm. Gab es da noch was? Ich weiß nicht, es gibt natürlich die fette Insignie da, ist klar. Ja, ja, hier, da gab es noch eine Glocke. Die holen wir uns auch noch kurz. Natürlich. So, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, die war. Ich glaube, die war fies. Das sehen wir gleich, warum die fies ist. Das ist die Yoshi, hi. So. Putzen wir die auch noch. Ja, ja, komm schon. Ja, komm. Dankeschön. Ja, die ist fies, weil die Insignie geht da nach unten. Und das heißt, ich muss irgendwo in die Kanalisation rein. Ich weiß nicht, ob ich von da aus da reinkomme. Ne, warte, da oben, glaube ich. Ja, da oben ist auch noch eine. Ich glaube, das ist die richtige. Ja. Ja, genau. Wunderbärchen, da kommen wir da hin. Und dann kriegen wir hier die Insignie. Hui! Ja, Spaß! Bam! Ja, dann würde ich sagen, dann reicht das erstmal für den Part. Speichere ich mal das Spiel. 63 Insignien haben wir schon. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir haben jetzt Lido Sirene abgeschlossen, komplett. Das heißt, wir gehen nächste Folge in ein anderes Level. Wir haben noch zwei offen, glaube ich, zwei Levels. Kann ich hier bitte die Statistik haben? Genau. Und zwar haben wir noch Baia Paradiso offen. Und noch ein anderes Level. Und zwar auf diesem Insignienturm da. Da können wir auch mit der Raketendüse hoch. Da ist auch nochmal eine Röhre mit einem Level. Und das wären die letzten zwei Level. Und ja, dann haben wir noch ein paar Insignien in Piazza Delfino. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen dann nächstes Mal Baia Paradiso, oder? Weil das andere, das würde ich mir zum Schluss aufheben. Weil das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir Baia Paradiso beginnen. Und ja, bis dahin. Macht's gut, Leute. Und tschö. Kurznachrichten. Berichten zufolge wurde ein verwaistes Yoshi-Ei auf einem Dach gesehen. Na, das sind ja Flix-Reporter, du Mensch. On point. Tschö.